Okay, sie kreisen mich ein hier. Nicht so schlimm, das regeln wir ganz leicht. Auf zwei Rädern gefahren. Jawohl, ey, das war hübsch. Yo Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA 5, dem Story-Modus, und heute wird es sehr spannend, denn ihr seht erstens, wir beginnen nicht wie immer vor der Auswahl des eigentlichen Modus, denn wir beginnen jetzt einfach ein bisschen später, aber das hat eigentlich damit eher zu tun, dass ich gestern eine Folge aufgenommen habe und in der Folge ist anscheinend irgendwie die Aufnahme dann mittendrin abgebrochen und auch die Dateien waren nicht mehr lesbar, sodass mehr oder weniger die komplette Aufnahme zum Schmeißen war. Und darum will ich euch kurz erklären, was ich da gestern gemacht habe. Ich habe gestern zwei Missionen gemacht. Die erste war, dass ich mit, dass ich diesen Händler, der bei uns im Labor war, wieder getroffen habe. Und ihr seht jetzt hier auch schon, wo sind wir hier. Den habe ich wieder getroffen und ich habe außerdem danach, also dann war ich bei den Lost auf dieser Farm und habe das Ganze ein bisschen in die Luft gejagt. Zudem war ich in einem kleinen Wohnwagenpark, aber das kam danach. Danach sind wir zu dem Cousin von Wade, zusammen mit Wade gefahren in Los Santos, denn er hat Michael gefunden. Und ja, jetzt würde ich sagen, machen wir weiter damit, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben, nämlich damit zu, also wo ich in der letzten Folge aufgehört habe, nämlich damit jetzt mal zu Michael zu fahren. Wir sehen die M-Mission aufblinken auf dem Radar und ich bin mit dem Auto hier gestern hergefahren. Das ist dieser Tesla-Nachbau, darum auch Coil der Name. Macht irgendwo Sinn, weil Tesla-Coil, Tesla-Spule und so. Oh, wo bin ich denn hier? Ich kenne mich hier noch nicht ganz so aus, hier hinten, ja, auf jeden Fall sind wir zum Bruder von Wade gefahren und, ey, wo muss ich denn hier raus? Ich habe gerade Radiowerbung für die Flugschule gehört, sie ist in Los Santos, ich sage nicht, dass du was Neues lernen musst, dachte nur, es könnte dir gefallen, naja. Also, jetzt ist auch so, auch die Flugschule verfügbar, wir schalten mal wieder das Radio um und, ja, das ist das. Aber wir machen uns jetzt erstmal auf den Weg zu, ich habe schon wieder fast was vergessen. So, jetzt können wir weiterfahren. Wir machen uns auf den Weg zu Michael. Und was haben wir hier? Haben wir hier dasselbe Auto? Ne, nur mit Dach. Ah, ist nicht so schlecht, ne? Holen wir uns halt das mit Dach. Och ne, immer die schöne Scheibe. Naja, gut. So, Michael ist da hinten. Das ist in der Nähe von dem Haus, das ich auch im Online-Modus habe. Übrigens fällt mir gerade auf, weil ich habe ein Haus hier hinten bei diesen, wie auch immer man es nennt. Mir fällt gerade der Name nicht ein davon. Es laggt auch gerade wieder ein bisschen. Ich weiß nicht warum. Hör auf mit dem Müll. Naja, auf jeden Fall habe ich ein Haus dort unten bei diesen Stegen, wo es überall die Boote, wo es die ganzen Boote gibt. Und naja, das tut jetzt aber nichts zur Sache, wir fahren zu Michael. Und wir sind auch gleich da und dann bin ich gespannt, welche Mission wir hier machen. Denn das ist die erste Mission, in der Michael Trevor, beziehungsweise Trevor Michael wieder trifft. Aber hier sind wir auch schon. Ach Gott. Na gut, hier sind wir schon. Das ist das Haus von Michael. Achso, hier komme ich. Ich komme hier gar nicht rein. Ach, die Mission ist gegenüber. Na, dann gehen wir mal hier hin. So, mal gucken. Fame or Shame. Mal gucken. Ich bin gespannt. Die Sonne geht auf. Ah. Very funny. You know, you're a real asshole. What did you just fucking say to me? Stop it! You two, you're ruining my fucking yoga! Somebody say yoga? Oh, hello, Trevor. Trevor? Michael. Hey. It's good to see you, man. Yeah, I bet it is. Of course, I'm not the one that's been resurrected.
Ain't this grand? Yeah, well, I got in a bit of an awkward situation. You're telling me, bro? Yeah. One of those fake your own deaths to your best buddy, and then run off with the dough, and then live in a big mansion. Awkward situations. It's one way of looking at it. Yeah, do you have any other ways of looking at it? Because I am all out. It was a long time ago, man. I've been in witness protection. I still am. That's great. That's great. I'm sorry. I'm sorry. Where are my manners, right? Amanda, it is good to see you. Oh, I missed you. You used to be fatter. Tits, by the way. Jimmy, you used to be thinner. But, can't blame you. Who are you? Namaste. I'm Fabian. Good Lord. Where's Tracy? Where's your sister, Jim? She's trying out for TV. She's what? Yeah, she's auditioning for Fame or Shame. Fame or Shame? The fuck are you talking about? You know, it's that talent / skills show. She loves it. You guys know that. What's her talent? Dancing. Oh, Christ. She's a horrible dancer. Michael. She might disagree with you on that. Jesus Christ. What? Now? Now? Where? The Mays Bank Arena. Oh, little Tracy being humiliated. Let's go. We go get her. We? Yeah, we. What, are you gonna stand here and argue while your daughter becomes a national laughingstock? Huh? You're worse than I thought. Now let's go. Come on. Scheint so, als müsste hier der Trevor den Michael ein bisschen anspornen, damit er das macht. Aber das tut nichts zur Sache. Wir begeben uns zur Mace Bank Arena und natürlich fahren wir mit Michaels Auto, nicht Michael. You know, I can probably handle this myself. Let's say we grab a beer in a few hours, catch up properly. I'm good, homie. She's my daughter, I'll handle it. Naja, auf jeden Fall haben die ein bisschen eine Diskussion hier, aber das ist nicht so schlimm. Das war knapp, aber alles gut. You stink like piss. You got blood under your nails and you look like you've been up for what? A week? Who the fuck are you to tell me anything? I'm someone who knows you. Ich finde das herrlich, wie die so diskutieren, weil sie sind im Endeffekt zwei komplett andere Charaktere. Und, so, aside from the loneliness and heartbreak, of course. You live in Los Santos? A few hours away. Okay. So where? Sandy Shores. The Alamo Sea. Ah, here it's nice there. Yeah, it's fucking beautiful. I mean, we ain't got the tennis courts, the golf links, all the pumped-up plastic sluts you're used to out here, but, well, you know, it'll do. Yeah, well, you know, I'd ask you to stay, but... Yeah, don't worry, all right? I got somewhere to crash while we work things out. With actual friends, we got things to work out. So, na gut, auf jeden Fall sind wir hier jetzt dann gleich bei der Mace Bank Arena. Och nee. Bei der Mace Bank Arena. Eine kleine Kurve noch. Ah, da geht's schon rein. Hier? Jawohl. Oh, da war schon der Truck. Lass mich kurz mal ordentlich einpacken hier. So. Perfekt. Perfekt aussieht. Tut mir leid, das war jetzt kurz nötig hier. So, Mace Bank Arena. Ist er hier irgendwo? Michael, komm mal ran hier jetzt. Come on, you dipshit.
Ah, that host, man. He's like any closeted TV presenter. Bitter as fucking vinegar. Where the fuck are they? Hello, sir. May I please have your name? Where the fuck is Tracy Townley, huh? Tracy fucking DeSanta. Fuck, screw that. Where the fuck's Laszlo? Okay, so kann man es auch machen. Funktioniert gut, Trevor. Alright. Yeah. That was really. Alright. It's the auditions, Fame or Shame, season 14, right? Staffel 14 in Vinewood. Okay. It's Tracy DeSanta. Judges, Tracy DeSanta. Yes. Hi. All right. Tracy's a dancer, but she also likes acting, modeling, and working with children. That's beautiful. You're so original, like a basket full of puppies, or a rainbow, or a pile of puke. Oh. Who are these clowns? That's my dad and Trevor? Two dads. Great. Wow. Very San Andreas. What are you guys doing here? Yeah, what are you doing here? Okay, I'm back. Relax, chill, make yourself at home. He's got a little show to do here. Okay. Three, two, one. All right, it's Fame or Shame for Tracy DeSanta. Music! When I came home last night. Yeah. Okay. Ja. Trevor. Okay, dann holen wir uns jetzt den Moderator, oder was? Gut, los, 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 hinterher, hinterher, hinterher. Verfolge Laszlo. Wo ist Laszlo? Da raus? Oh ja, da raus. Na, da ist er. Was, im Truck? Warum denn im Truck? Ja, das ist mir egal, ob du eine Anzahlung geleistet hast oder nicht. Wir müssen jetzt mit dem fahren. Und zwar müssen wir den Typen hier verfolgen mit dem Truck. Uiuiuiui. Junge, wie soll das funktionieren? Das kann nicht funktionieren. Okay, das ist besser. Das ist viel, viel besser. So. Ist aber auch ein sehr interessanter Moderator, der nichts anderes zu tun weiß, als zu flüchten, wenn er geschubst wird. Okay, das war die Motorhaube. Wir verlieren Gewicht. Das ist gut. Hoffentlich werden wir dadurch schneller. Los, schnell, 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 schnell. Die Kurvenlage von dem und allgemein die Kurven und auch die Beschleunigung sind einfach nur schrecklich. Ja. Ja. Wir hatten ein besseres Auto, aber ja, das ist jetzt ja wohl weg. Aber hier ist er, hier ist er, hier ist er. Achtung. Wir hupen nochmal kurz, bevor wir jetzt gleich dann anfahren hier. Oh, er fährt hier rechts, okay. Ah, wenigstens die Kurve haben wir einigermaßen gepackt. Ach Gott, ist das ein schreckliches Auto. Das war jetzt keine gute Idee von ihm, denn auf den Train Tracks sind wir auf jeden Fall besser als er. Los, 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 los. Nein! Nein, verdammt nochmal, nein! Oh Gott, das darf nicht wahr sein. Nein, 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 nein. Schneller, da vorne ist er. Ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Jetzt komm, 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 komm. Ach, dieses Auto, dieser Truck, ey, wie soll das denn funktionieren? Der ist doch viel zu langsam für nur irgendwas. Nee, er ist schon eine Nacht hier. So, jetzt, 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 jetzt sind wir nah dran. Komm, 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 jetzt aber, jetzt, jetzt, jetzt muss es funktionieren.
Das darf nicht wahr sein. Das darf verdammt nochmal nicht wahr sein. Ja, es war klar, dass das funktioniert. Wie sollen wir denn mit diesem... Wie sollen wir mit einem Truck ein Elektroauto verfolgen? Das kann nicht funktionieren. Wie soll das funktionieren? Los, 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 los jetzt. Das ist exakt das, wovon ich rede. Du kannst nicht lenken damit ordentlich, es fährt nicht ordentlich, das Ding. Also, tut mir leid, aber wie sollen wir mit diesem Ding irgendwie den da wegkriegen? Oh, jetzt, Moment, Moment, Moment. Ja, 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 ja. Nein, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, ganz und gar nicht gut. Nicht den auch noch... Oh, Junge, es darf nicht wahr sein. Ich glaube, hier fährt jetzt wieder rechts, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau, perfekt. Ja, da haben wir... Die Kurve war tatsächlich ganz gut. Verpisst euch doch alle mit euren Autos. Ja, ey, ist da... Och, Junge, es darf nicht wahr sein. Jetzt nach rechts, ne? Ja, genau. Perfekt. Ja, es ist kein Wunder, dass wir dafür eine Zeit brauchen, denn das ist, ja, nicht so einfach hier. Okay, hier runter. Ich sag doch nach hinten, Junge. Das wird nichts. Es wird wieder nichts. Wo ist er denn jetzt? Jetzt ist er ausgestiegen. Ich glaube, es gibt auch keine Möglichkeit, ihn davor zu erwischen. Es ist absichtlich so gemacht hier. So, was ist jetzt? You run out of batteries, huh? I didn't mean anything by it, all right? Oh, yeah? Well, that little girl sat on my lap when she was 2 years old, and I swore to God that I would rip the fucking skin off anyone who fucking wronged her. Look, I'm just a dumb A-list celebrity trying to entertain America, okay? I got a lot of stuff going on right now, dude, besides you trying to kill me. Now, I got multiple sexual harassment lawsuits, plus I'm an addict, all right? And I've relapsed. I can't stop jacking, dude. I jack it in traffic. What's your talent, huh? I mean, aside from love and sex. Dude, haven't you seen my show? It's not live, it's not funny. That's my genius. I got no fucking talent. You clearly ain't being humble, T. You proved your point. This is your daughter. You should be wanting to rip the fucking ponytail off the back of this guy's head. And you! Pants off. Das ist der gute alte Trevor. Alright. What are you doing now? I want you to dance sexy, celebrity. I mean, I need music or. Are you trying to fucking annoy me, huh? I'll dance. Good. Alright. Alright, now drop it like it's hot, alright? I want to see you get nice and low. Come on. Lower. Lower. Come on. Oh. Please don't kill me, okay? I'm supposed to be on a magazine cover next week. All right, come on, get up. Take off. Go, now, before I change my mind. I got it all on my camera, you fucking pussy. The world's gonna see your shit. I'm going home. How the fuck did you do it without me for 9 years, huh? Michael, du meinst, du kommst da hoch. Das ist der Trevor. Dave, we need to talk. I was about to tell you the same thing. Okay, meet me at Galileo Observatory as soon as you can get there. Okay. Okay, das war dann wohl die nächste Mission. Und ja, auf den Fersen, ich darf hier parken, haben wir erledigt, der Haken an der Sache. Okay, egal. Wir müssen jetzt offensichtlich irgendwo hin. Und zwar ist es die blaue Mission. Und die ist hier. Ist das die richtige? Federal Investigation Bureau. Ja, genau. Ich glaube, das ist die richtige. Was haben wir hier? Okay, ja, ein paar Franklin-Missionen. Ist egal. Wir haben jetzt... Wir haben jetzt die letzten paar Missionen mit Trevor gemacht. Jetzt können wir ein paar mit Michael machen. Und dann machen wir in der nächsten Folge dann was mit... Franklin. Und dann würde ich sagen, fahren wir jetzt mal eben zum B. Oh, Haftbomben sind eingetroffen. Das ist sehr schön. Dann fahren wir jetzt mal eben zum B.
Und gucken mal, was wir dort machen können. So, hey, Idioten hier. Ich habe ein Auto gefunden, mit dem ich mal fahren will. So, mal gucken, was wir mit dem hier machen können. Nicht die Scheibe bitte. Oh. Los geht's. Was hast du hier eigentlich für ein Auto? Oh, Lester. Mike. Hallo, Lester. Gut, also überweist der Wetterherr uns jetzt das Geld, das wir bekommen vom von unserem Überfall, von unserem ersten. Das ist ganz nett von ihm. Und wir fahren weiter zum B. So. Dankeschön, der Herr. Das war ganz nett von dir. So. Yo, was ist das Auto, Alter? So. Okay, hier links hoch. Na, nicht so. Mehr so. Nee, ich will ja nicht unbedingt hier mit durchdrehenden Hinterreifen hochfahren. So, okay, hier sind wir jetzt. So, ach Junge, hör doch mal auf, die ganze Zeit durchzudrehen hier mit den Rädern. So, okay, wir sind hier rum, kommen wir hier durch. Ah ja, exzellent. So, das war die falsche Richtung. Nicht so schlimm. Neuer Kontoauszug liegt bereit auf der Maze Bank. Okay, alles klar, da werden wir uns dann später drum kümmern. Jetzt geht's erstmal hier hoch und nicht so. Dieses Auto hat echt durchgehend durchdrehende Hinterreifen. Ach Junge, hör doch auf. Jetzt ist es irgendwann nicht mehr witzig hier. Hoch jetzt hier. Ich will eine Abkürzung haben. Fahr doch dort, wo ich es dir sage. Okay, das war jetzt keine Abkürzung. Naja. Hab deine Zahlung endlich erhalten. Das Haus wird schon bald wieder in seinem alten Glanz erstrahlen. Es gefällt mir sehr, dass du zu deinem Wort stehst. Ja, das musste ich ja leider. Ich werde es aber dafür, dass wir uns ein Auto besorgen, das mehr Michael-like ist. Haben wir hier vielleicht irgendwie so ein Rolls-artigen. Ich habe bis jetzt noch nichts gesehen. Den wollte ich eigentlich haben. Ach, nur wegen diesem komischen Hasen, der hier kam, ey. Da ist er. Den will ich haben. Danke dir. Und abbremsen. Ich zeig dir gleich mal, wer hier hupt. Oh mein Gott! Raus mit dir. Das ist mein Auto. Das ist das Auto, mit dem Michael fährt. Jawohl. Sehr schön. Das gefällt mir gleich besser. Das ist wirklich so ein Michael-Auto. Ich frage mich sowieso, warum er im normalen... Das war knapp. Warum er im normalen, warum sein normales Auto dieser komische Audi-Verschnitt ist und nicht so ein Rolls hier. Ich finde, das wird besser zu ihm passen. Aber naja, gut. Ich frage mich, ob ich eigentlich gerade richtig fahre. Und ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Nein. Warum? Auch das schöne Auto. Naja, gut. Ich frage mich, ob ich gerade richtig fahre. Ich guck mal besser nach. Ah, Moment. Da können wir gleich links abbiegen. Exzellent. Wir sind doch nicht so falsch gefahren, wie ich es mir gedacht hätte. Zumindest kommen wir mit einem Auto, das ein bisschen Michael-like ist, dort an. Auch wenn es ein bisschen kaputt ist, aber das ist nicht so schlimm. So. Ah, da ist es gleich. Perfekt. Ach, hier ist diese Sternobservierungsstationsgedöns-Dings. Und hier fahren wir jetzt hier links. Über den schönen Vorweg. Hin und wir halten natürlich exakt vor der Türe. Ich hab dich angehupt. Och nee. Das darf nicht wahr sein. Egal. Hoffentlich.
Okay, hier kommen wir nicht rein. Vielleicht hier rum. Ah ja, das sieht gut aus. Ah, Davy, hallo. But the news is not good. I don't know what you're talking about. I know you did that fucking jewelry job. Davy, seriously, you're imagining things. Fuck you. All right. I did it. Arrest me. You know what? You'll be saving my life. Because you called it, motherfucker. What? You called it. Trevor. A couple days ago. We haven't really talked about anything either. But if no when he starts asking questions about why you're not feeding worms south of the Canadian border. Oh, we got problems. Yeah, no shit. We're in it. Also, wir treffen jetzt anscheinend jemanden vom FBI hier, nicht FBI, FIB natürlich, tut mir leid. If your problems are my problems, then I guess that means that my problems are sort of your problems. Das hast du gut erkannt, ja. Nope. What if I lose my job? Someone comes into my office, starts reading my files. They'll see the things I did. I know a lot of stuff. I can cop a plea, get 5 years, but you... Fuck you, you ungrateful prick. Ist cool, dass sie die Haare hier rum sogar so bewegen. No. And we better go about saving it together, because you and I both know we can't let it go to shit now. What do you need? This guy, Ferdinand Karamov. Ferdinand Karamov. We at the Bureau think they're full of crap. We think he's being debriefed someplace. So? Apparently, he has information which will put me and my superiors out of circulation. Those agency fuckers have got the coroner's office locked down. We need you to verify the body. So how the hell am I gonna get in here? Well, you've played dead before, haven't you? Was soll denn das, Alter? I have always kind of liked you. Call me when you wake up. I'll tell you what to do. Ernsthaft? Was macht der Typ? What we got? John Doe, white male, overweight, in his late 40s. Okay, wir sehen es also hier anscheinend. The fat deposits on his hips and abdomen suggest a fondness for bleeder burgers. We're probably about to find one in his gut, still in its wrapper. Right next to the bottle of scotch and pack of redwoods. See the broken capillaries around? Back from the dead, motherfucker. Gut, da sind wir wieder zurück anscheinend. Den haben wir hier. Wir sind anscheinend in der Gerichtsmedizin aufgetaucht. Come out! Hands in the air! Come on. Wo sind wir denn? Ach, da hinten. Ah, okay. Give it up! Out of there! Zack. Durchsuche das Leichenschauhaus nach einer Leiche. Das machen wir doch. Wen haben wir hier? Okay. Ja, dann geh weiter. Hier. Cooles Versteck, ich weiß. Ferdinand Karamov. It's on some big black lady. Definitely not your guy. Okay. The agency have the lower floors on lockdown to prevent a leak. I got a guy who can cut the power to give you some help, but you'll have to get upstairs if you're gonna get out. Okay, wir müssen also jetzt nach oben, um hier rauszukommen. Und da kommt außerdem wer auf uns zu. Nein, 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 nein. Scheiße, 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 scheiße. So. Der schießt jetzt heute mal nicht mehr. Das Problem ist nur, dass wir dadurch jetzt sehr viel Munition verloren haben. Zurück, zurück, zurück.
Zack. Wie viel haben wir noch? Uiuiui. Nicht gut. Gut, das war der nächste. Oh nein, ich war so knapp vor dem Medipack. Es darf nicht wahr sein. Och, warum denn? Ich war so knapp. Ich war wirklich, ich war einen Zentimeter weg von dem Medipack, ey. Du warst der Erste. Daran. Ich sehe da ein Bein. Los, weiter. Los, lad nach, lad nach, lad nach. Junge, was tust du denn? Was soll das? Junge, was soll das? Was soll das? Hä? Was war das jetzt überhaupt? Warum sind wir auf einmal umgekippt hier? Was war das? Ich verstehe es nicht. Da ist er. Was ist Michaels Spezialfähigkeit? Ah, okay. Verstehe. Was ist eigentlich... Wie kann ich schleichen? Ich muss mal kurz nachgucken, wie ich schleichen kann. Sekunde. Tastaturbelegung. Bewegung. Steuerung L. Also die linke Steuerungstaste. Ah, okay. Na los, lad nach. Junge, wie lange brauchst du denn zum Nachladen? Meine Herren, ey. Na los, komm hoch. Just let me go. Haben wir den jetzt? Oh, oh, oh. Da haben wir das Medipack eingesammelt, das war eine gute Idee. Oh, da kommt schon wieder so ein Gas. Uiuiuiui. Nein, 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 nein. Ich muss mal kurz gucken. Das ist das, wofür ich gesucht habe. Okay. Da komme ich nicht rein. Nee, hier auch nicht. Oder? Muss ich im Lift? Abgesehen davon, dass wir hier wieder ein Medipack haben, was sehr gut ist. Hä, was bist denn du hier? Trust me. I'm not interested in the truth. Hier? Shit. Need to take the stairs. Ach. Muss ich hier jetzt durch? Ne, wie soll ich denn da hinkommen? Hm. Ah, wahrscheinlich hier hinten rum. Ey, was willst du hier? So, das wollte ich. Wo komme ich hier hin? Wie komme ich hier hin? Wo sind die Treppen hier? Hm. Hier doch? Ah, ne, da ist X-Ray. Reception? Und da sind die beiden Autopsie-Suiten. Hm.
Ach, da, Treppen, Fire Exit. Ach Gott, war ich blind, ey. We're on lockdown. I don't know what's going on here, but I want the fuck out. Muss ich kurz mal was nachgucken? Okay, müsste ausreichen, hoffe ich. Ah, ne, hier doch? Ne, oder? Vielleicht. Ne, da komme ich nicht durch. Muss ich noch weiter hoch? Ne, weiter hoch kann ich nicht. Ah, hier. Aha. So, jetzt. So. Tschüss. Die haben jetzt hier alle nur mit diese komischen Billigknarren, ne? Das ist richtig nervig hier. Nichts mehr ordentliches hier. Okay, wir sehen aber, glaube ich, oben. Da ist eine US-Flagge. Wow! Jungs, nicht so erschrecken hier, bitte. Das ist sehr unangenehm von euch. Na, wo bist du denn? Okay, was haben wir hier? Hier irgendwo ist... Aha. So. Was haben wir? Ah, sehr schön. Das habe ich gesucht hier. So. Jetzt müssen wir nur mal hier durchs Fenster raus. Und da rechts sehe ich außerdem noch ein Medipack. Die heutige Folge ist eh wieder zu lang. Aber das ist nicht so schlimm. So. Gut, dann machen wir die... Hä, wir sind ja eh nicht hoch hier, ey. Ah, okay. Interessante Methode. Oh, was ist jetzt los hier? Okay. Einsteigen hier und los, raus. Ich hoffe, das ist das bessere Auto. Ich weiß es nicht. Los, raus. Okay, perfekt. So, wir sind am Weg. War das der richtige Weg? War das? Ja, das war ein guter Weg. Der war sehr gut sogar. Okay. Sie kreisen mich ein hier. Nicht so schlimm. Das regeln wir ganz leicht. Auf zwei Rädern gefahren. Jawohl, ey. Das war hübsch. Los. Schnell. Oh, ich habe nur 3 Sterne. Okay, das ist ja easy. Das müsste zumindest easy sein. Ja, also sind wir bei der Maze Bank Arena. Da waren wir gerade zuerst noch. Autobahn ist keine gute Idee. Umdrehen. Okay, hat gut funktioniert, das Umdrehen. Dann hier runter. Autobahn ist insofern keine gute Idee, dass du da oben nicht so leicht entkommen kannst und dir aber mit 1000%iger Sicherheit irgendwelche Leute entgegenkommen. Von dem her, das war erst recht der falsche Weg. Okay, Mist. Sie haben mich wieder. Ja, jetzt ist das Auto auch gewesen praktisch. Aber hier unten ist es bereits sehr gut. Okay, da ist wer im Kanal. Raus hier. Jawohl. Oh, ne. Ich dachte mir, das hätte funktioniert. Oh, wenn das jetzt hier funktioniert, dann wäre es exzellent. Mal gucken. Ab dem Zeitpunkt, wo ich wieder Sterne bekomme, muss ich sowieso weg, aber...
Ah, da unten war das Cop-Car. Ist ein bisschen gegen die Wand gefahren. So, erzähl mir nicht, dass die mich hier jetzt wieder erwischen. Ja, sehr schön. Oh ne, jetzt kommt ein Helikopter. Vielleicht ist es hier besser wegen dem Helikopter. Oder am besten noch hier drunter. Vielleicht sieht mich der Heli hier nicht. Ich weiß es nicht, aber hier kommt er auf jeden Fall. Okay, wir haben sie weg. Puh. Dann rufen wir erstmal Franklin an. Hey, wir müssen sprechen. Quick. Meet me at those oil derricks just outside town, El Burro Heights. And make sure you're not tailed. Man, that don't sound too good, homie. Look, I'm on my way. Gut, also fahren wir jetzt noch... Ach Junge, jetzt fahren wir noch schnell zu den Ölbohrtürmen und rufen nochmal kurz Dave an, um denen mitzuteilen, dass alles geklappt hat. You know how many spooks I just ran into? I'm sorry. They're not nice people if that's a consolation. What's going on? There's a big target out there. Something in the shadows. The data algorithms are reading off the charts. Whoever finds it, the Bureau or the agency, is gonna get a big bump in funding. Like I care about your funding. I'm out, Dave. You're not. I need you to meet my boss. We'll be downtown in the plaza between the FIB and the IAA buildings. The IAA building? You fucking kidding me after the spat I just had with those agency men? Relax. They won't be looking there. Ja, machen. Ja, kann ich dann auch machen. Ja. Ja. So, da bin ich zurück. Nach wieder einem kurzen klassischen Cut. Und nachdem uns fast Zug erwischt hätte, aber das ist nicht so schlimm. Oh. So. Ist das... Ne, es ist ein Müllauto. Wieder zurück auf unsere Fahrspur. So, ist doch exzellent. Also wir haben anscheinend noch weitere Aufträge, die wir für den Dave bzw. zusammen mit Dave erledigen müssen. Beim IAA-Gebäude. Wo auch immer das ist, ich weiß es nicht genau. Aber ich glaube, das ist in der Stadt bei diesem FIB, FBI, nee, FIB stimmt schon. FIB-Gebäude. So, aber jetzt treffen wir uns erstmal hier mit Franklin. Oh, 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 mir fällt gerade wieder was auf hier. Da war wieder ein Lied, das mir höchstwahrscheinlich jetzt das Copyright gekostet hat auf dem Video. Sekunde. Ja! Hat die Mama mir schon gesagt! Ach ja, man kriegt ja alles immer doppelt gesagt. Naja, okay. So. Hey, Franklin. Hey, Franklin. What's going on? You gotta get out of town. Man, I ain't exactly got nowhere to go. Well, then take a trip. A long trip. What the fuck is going on? Things, all right? Look, you remember I told you I know people? Feds who looked after me when I retired? You did? Yeah, I did. I mean, I think I did. I don't know. Shit, Jesus Christ, Franklin. I got so many stories, I can't even keep them straight. I'm full of shit. Yeah, but your full of shit got me a lot of paper. One score with you, I made more money than I ever did hustling. I mean, I'm a great thief, but you know, it's the other shit that I ain't got figured out. So what's the deal, man? What's the deal with the Bureau, man? This clown. I mean, he's an okay guy. Fucking cocksucker. We did a deal a long time ago. Didn't go quite the way it was supposed to go. Wrong guy got killed. So I had to go into kind of an informal witness protection program. He helped me. I didn't reveal secrets of his. And everything was cool. Problem started when recently I became unretired. I mean, he shows up, starts calling in favors, telling me to do shit. I mean, look, Franklin, I'm working for the fucking feds. Oh, fuck, man. Oh, fuck, man. Yeah, and that ain't even the worst part. Did I ever tell you about Trevor? Man, I think so. Shit. Well, if you only think so, then I wasn't being completely honest. He's, I don't, hell walking on earth. That's what he is. Well, let's bury this motherfucker. Oh, yeah, good luck with that. Shit. I mean, Trevor and I got history.
complicated fucking history. Look, I've done a lot of things that I ain't proud of. Okay, I never claimed to be an angel. But you meet Trevor Franklin, you'll swear I am an angel. So what's the move, man? I don't know. Fuck. I'm just gonna, you know, try to play both sides, you know, until I can find a way out of this shit. All right, man, look, man, you help me. Way I see it, man, the least I can do is help you. It's a death sentence, Franklin. Man, I ain't trying to hear all that shit, man. If the Bureau ain't gonna take you to court, them motherfuckers just hustlers anyway. And I ain't finna let no motherfucking cat think he's so motherfucking crazy run me up a tree. Fuck that. Hey, you're a good kid, Franklin. This means a lot to me. Like I told you, I'm a terrific thief. I'll find something for you. Big. Now, come on. You better take off. All right, man. I'm with you. I'm with you. Gut, da fährt der Franklin dahin und wir haben mit ihm geredet, wir haben ihm alles beigebracht und wir haben die nächste Mission abgeschlossen. Nämlich Totgesagte leben länger. Wir haben fast alles. Außer dem vierten und immerhin wieder mit Silber abgeschlossen. Das ist eigentlich ganz okay. Und ja, ich würde sagen, wir fahren jetzt noch schnell irgendwo hin hier. Nicht viel, nicht weit. Und besser gesagt, wir können eigentlich einfach hier herum jetzt die heutige Folge beenden. Ich möchte nur hier aus diesem Ölding raus. So, exzellent. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann... Oh, hey, Tracy, Tracy, was willst du? What's up? Are you joking? You ruined my life. I thought I'd already ruin your life. Never after that boat thing. Take this seriously! Do you know how bad I wanted that? Fame or shame is like an amazing opportunity! You're such a fucking fuck, you really are! You'll get over it. You'll see, I did you a favor. Never! I hate you! Gut, Tracy ist ja so ein bisschen sauer, aber das ist nicht so schlimm, ne? Ich sehe da Klassiker und ja, wir sind jetzt hier hinten wieder auf einer Straße. Ich würde sagen, wir bleiben jetzt hier dann gleich stehen, beziehungsweise ich sage zu euch einfach, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir ein Like da. Wenn euch genauso wie ich auf die nächste Folge von GTA 5, dem Story-Modus, freut, die es morgen geben wird, dann ja, lasst ein Abo da. Moment. Achso. Dann war es eine E-Mail. Blabla, Post hat ein paar. Gut, nicht so schlimm. Mich würde nur interessieren, was haben wir jetzt eigentlich an Geld? Wir haben, oh, 800.000, das ist ja ganz nett. Oder habe ich mich verlesen? Nee, 800.000. Ja, ist ganz nett. Ich würde sagen, wir beenden eben hier die Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Wenn ihr euch genauso auf die morgige Folge von GTA freut, dann lasst ein Abo da. Denn dann verpasst ihr sie garantiert nicht. Und ja, das war's. Haut rein. Bis morgen. Macht's gut. Ciao.